Hi Leute, willkommen zurück zu Octopus Traveler. Wir haben beim letzten Mal die Kanalisation betreten und haben uns hier eigentlich schon gut durchgekämpft. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Ist das schon das Ziel oder nicht? Wir werden es herausfinden. Ja, ist es. Okay. Dann gucken wir mal, was sie drauf hat. Ein nicer Hintergrund übrigens. Was für ein nutzloses Buch. Ich nur so viel Zeit dafür vergeuden, es zu suchen. Und das nicht das Mädchen von vorhin ist. Nicht sein, du bekommst. Du bist gekommen, um dir das Buch zurückzuholen. Ja! Yeah. Das stimmt! Ich hab schon gesagt, du sollst es vergessen. Etwas ist mit. Etwas, das mir so wichtig ist, kann ich nicht vergessen. Wichtig, sagst du? Ist ja die Reise dann aufgeschrieben. Was genau weißt du über dieses Notizbuch? Eigentlich nichts. Na doch, die Hintergrundgeschichte. Wer hat dieses Buch geschrieben? Wo kam er oder sie her? Deine Unwissenheit ist ein Segen, kleines Mädchen. Glaub mir. But selbst wenn ich es nicht weiß, so ist es mir trotzdem wichtig. Es hat mich meine ganze Reise lang begleitet. Es. Erspar mir die rührselige Geschichte, Kind. Du kannst das zurückhaben. Boss kommt vorbei. Das wär's. Wirklich? Ja, für mich ist es eh nutzlos. Und weil du noch so sehr dran hängst, lass das Wellen mit in den Grab mitnehmen. Oh, was zum. The fact is. Du bist mir nichts als ein Dorn im Auge. Daher werde ich dich jetzt. Will ich dir jetzt Einhalt geben? What? Meine Meinung? Nach seid ihr hier der Dorn, meine Damen. Wir haben also ein Notizbuch gestohlen und jetzt werdet ihr es mir zurückgeben und mich gehen lassen. Und zuvor werde ich euch noch einen Rat geben. Unterschätzt meine Stärke nicht. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast, kleines Kind. Na, jetzt bin ich gespannt, was sie drauf hat. Sie greift jetzt eigentlich voll unnütz an. Was hat sie da? Ist das Messer? In verschiedenen Farben? Wow, okay. Sie sieht aus wie eine Diebin. Doch keine Magierin. Das heißt. Oh, wenn sie nochmal Schwester angreift, könnte das böse werden. Was machen wir denn? Sie greift physisch an, glaube ich. Deswegen werde ich erstmal ausweichen. Ja. So, dann ist Tressa schon mal safe. Jedenfalls einen Angriff lang. Magisch? I'm ready. Was macht dieser Dolch da? Explodiert der noch? Keine Ahnung. Hier gehen wir mit dem Dolch auf sie los. Aber damit. Schade. Warum hat er dieses Messer noch bei sich? Okay, machen wir erstmal so. Nein. Nein. So. Erstmal heilen. Okay, er ist fast wieder geheilt. Warum ist das Messer noch da? Ah, er darf nicht normal angreifen. Das macht das Rote. Okay. Rote blockiert normale Angriffe. Gut zu wissen. Wir haben aber das hier noch. Unsere physischen Angriffe sind gesunken. Ne, warte mal. Verteidigung physisch. Verteidigung ist gesunken, okay. Das heißt für uns, wir werden dich damit ärgern. So. Was machst du jetzt? Well, what next? Oh,
Okay, du kannst eigentlich nochmal damit angreifen, aber ich möchte lieber das hier machen. Aha. Das nehme ich doch auch ganz gerne. So, Tresser, was machst du jetzt? Zweimal ausweichen am besten. Seitenschwert, ja. Wir müssen erstmal ein bisschen taktisch vorgehen. So, erste Hilfe. Perfekt. Blau. Was wird blockiert bei ihr? Nicht die Heilung, bitte nicht die Heilung. Oh nein, das wäre echt übel. Können sie sich eigentlich regenerieren? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier Leute davon befreien kann. Weil es ist kein richtiger Debuff. Okay, was könntest du noch an Schwäche haben? Schwert? Nein. Okay, Tresser? Du musst rausfinden, was hier. Wobei, musst du gar nicht. Nutze einfach ihre Schwäche aus. So, kannst das noch benutzen und... Oh, du kannst rehabilitieren, gut. Das macht irgendwelche Angriffe weg hier. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Aber probieren. Nein, es geht nicht davon weg. Okay. Gut zu wissen. Ich hoffe, man kann nicht mehrere Sachen davon kriegen. Das wäre übel. Ah. Okay, Nein, wir nutzen das. Wenn wir sie brechen, hören diese Dinger auf? Ich weiß es nicht. Die haben nicht umsonst so eine verschiedene Position. Das eine ist gerade, das andere dann so schräg. Das andere wird schräg von unten kommen, schätze ich. Dann auch irgendwas blockieren. So, was hast du? Du hast lieber deinen Dolch. Wir könnten rufen. Axt, dann ist sie gebrochen. Perfekt. Will ich das diese Runde schon machen? Eigentlich nicht so gerne. Was würde sich lohnen, weil sie halt drei Angriffe hintereinander bekommen. Hau drauf da. Danke. I'll do my best. So, Ophelia. Ich weiß nicht, ob... Ach, die Messer verschwinden von selber. Ah, das ist gut. Also blockieren nur eine kurze Zeit. Das ist nice. Ich dachte, sie kann die stacken. Wahrscheinlich kann sie das auch, aber sie verschwinden halt. Das ist dann irrelevant. So. Ja, was macht Ophelia jetzt? Ich glaube, Apothekerfähigkeit ein bisschen vergiften. Das ist das Beste, was sie machen kann. Konstanten Schaden. Aha, Lanze ist das letzte. Sehr schön. Was hast du so in tollen Sachen? Schutzschleier. Elementare Verteidigung. Ich würde lieber Abwehrschleier mal nehmen. Wenigstens einmal drauf machen. Kann nicht schaden. So. Nee, wir machen das so. Sacred Light to chase the darkness! Okay, sie ist jetzt Runde 2 mal dran. Es ist halt doof, dass sie kein Messerschwäche hat. Oder Schwert. Ja, Messer wäre sogar noch besser für uns. Er hätte mich immer damit angreifen können. Hast du irgendwas anderes Cooles? Ja, hast du. Ich muss mich die Fledermaus verständlich aktivieren. So, minus 9. Also, mal Runden lang. Den Debuff, nicht, dass ihr euch wundert, was es jetzt minus 9 sein sollte. Mach mal das. War jetzt nicht so viel. Aber nicht so schlimm. Schwester? Ja, Schwester. I'm ready. So, die Fähigkeiten. Oder? Können wir irgendwas Cooles machen?
Stehlen, Eulen, Säure, verringert die physische Verteidigung eines Gegners. Auch nicht schlecht. Okay. 6 Runden. Oh, sie switcht. Okay. Du hast das ausgewichen. Perfekt. So. Was hast du dann versprechen? Aha. Das sehe ich doch gerne. So, du gehst erstmal auf Heilung. Bring about a miracle of healing. I'm ready. So, Primrose, du musst mit dem Messer mal ein bisschen drauf halten. Denn das hilft uns gerade ein wenig. So, du hast doch einen Bogen, ne? Ja. Du könntest... Wobei, du hast eine Fähigkeit. Oder willst du lieber Seitschritt machen? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich werde lieber den Seitschritt aktivieren. Weil einmal Seitschritt hat sie noch. Boosten das mal. Und safen uns lieber. I am ready. So, Primrose, du darfst. Faun. Ja, das muss ja das nicht. Ich werde die Eulensäure weiter rausfahren. Weil mit Bogen kann ich gleich noch genug Schaden machen. Wow. Moment, was ist das? Warum hat sie eine 4 noch über dem Kopf? Hä, das ist noch 4 Runden? War das vorher nicht angezeigt oder ist das irgendwie so tödlich, das Ding? Ah, nee. Krieg ich das weg? Das zählt jetzt die Buff, ich krieg das nicht weg. Oh, shit. So, dann kannst du... Was kannst du denn mal machen? Eigentlich weiter spammen. So, Lyrica. Schatzschleier auf... Primrose. Ach, jetzt habe ich Schutzschlag gemacht, nicht das andere. Oh, Mist. So. 5-mal trifft sie nicht, auf keinen Fall. Dreimal, ist okay. So, jetzt müssen wir sie jetzt brechen. Haben wir denn was? Licht? Nein. Eis? Auch nicht. Axt über Stäbchen. Nee. Kannst du leider jetzt machen, Ophelia. Haben wir Gift? Wie lange noch? 8 Runden, das reicht. Haben wir sonst irgendwas Cooles anderes? Erste Hilfe. Brauchen wir nicht. Vergiften. Ja, hier auch drauf. Weiß nicht so viel, aber. I'm ready. Warum hat sie diese Zahl überhaupt? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich befürchte, sie stirbt dadurch, aber ich weiß es halt nicht. Du musst normal angreifen. Wobei, nö. Das macht sie. Das heißt für uns, wir machen die Eulensäure noch ein bisschen länger drauf. Du musst wird dich gleich so hart treffen. Wenn du jetzt nicht so verliest. Verteidigung, die physische sinkt, okay. Das heißt für uns, wir machen Jäger Feuerring. Jetzt 2-mal, 3-mal, okay. So, Cyrus, was hast du denn so? Moment, du hast doch genau die Schwächen, die wir brauchen. Hier, Feuer. So, nein, mach das. Oh, kleine Extra-Runde. Das war schöne Heilung.
logical course of action. Was ist das überhaupt? Ach, Mist. Egal. Blitz. Ist okay. So, von los. Zeig mal, wie viel Schaden du machen kannst. 21. Oh, ist das geil. Die Ärmste. So, Seitschritt hat sie noch viermal. Tresser. Ist noch irgendwas Gutes? Tellereisen. Könnten wir machen. Wäre sie nächste Runde nochmal langsamer. Ja, hier machen wir. Das wirkt nicht? Warum wirkt das jetzt nicht? Egal. Gift. Ja, hier, mal drauf. Und noch ein bisschen FP klauen. Was auch wieder voll ist. Okay. I'm ready. So much to learn. Okay. Okay, Fili ist gleich dran. Deswegen werde ich hier erstmal. Oh, Liebe des Lebens hier. Stay strong. So, nein. So und heil mal ein bisschen. Perfekt. So. Und du könntest damit angreifen. Ich weiß halt nicht, ob sie nochmal Bogenschwäche hat. Wir testen das einfach. Nein. Ach stimmt, kannten wir ja schon, ne? Das heißt, sie wechselt wirklich zwischen allen. Zwischen allen Sachen. Das heißt, vielleicht können wir jetzt ja mit dem Messer. Ja, diesmal hilft das Messer. So, gelernte Fähigkeiten, zwei Schwächen. Zeig mal, was du hast. Aha. I'll do my best. Wir könnten richtig harten Boost-Stoff geben, aber was können wir machen? Eis. Ah, hier, ein Eis. Das war echt wenig. Ophelia, ich bin enttäuscht. Ganz, ganz enttäuscht. So, Tressa, du könntest... Nee, erst nächste Runde brechen. Das ist im gelben Bereich, nice. Alter! Der Schaden! Okay... Moment, ich kann auch so machen und dann beleben. Aha. Au, hast du die Primus-Manuel? Unglaublich. So. Schwester. Ah, jetzt bringt das wieder nichts. Ärgert mich. Ja, weil Primus jetzt hier Punkte verloren hat. Kleriker. Ah, hier, nice. A Tempest of Ice Shall Rain! Wir machen dich zu Nice Skulptur, wie gefällt dir das? What to do? So, du könntest brechen. Ja, mach einfach. Ist egal. Besser wird ihre Punkte einfach aufbewahren. Bis nächste Mal. Du kannst eigentlich mal ein bisschen draufhauen, oder? Immer die Schwächen nutzen. Ein bisschen mehr Schaden machen. So, und... Heilen wir uns erstmal wieder voll. Und du kannst eigentlich auch mal jemanden rufen, oder? Hier.
83, was heißt nichts. I'm ready. Dann beschützt er uns auch mal. Die Fähigkeiten. Ah, Fledermausfesseln sind gar nicht mehr drauf, sehe ich gerade. Oh shit. Schon so viele Runden vergangen? My turn now. Oh shit. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, Seitenschritt brauchst du auch. Tresser. Mist. Geil. Jetzt will ich das zum Brechen benutzen. Kleriker-Fähigkeiten. Sind alle vollgeheilt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, machen wir vergiften. This will stay. Oh, schöner Schaden. Ich glaube, das ist nur so ein Bob ist. Was? Nee, da will ich hin. Nice. So, was macht sie jetzt? Wechseln? Okay, das war wirklich noch. Okay. So. Jetzt hat sie leider die Schwäche nicht drauf. Und sie muss noch gebrochen werden. Das heißt für uns, wir werden GP-Dieb machen? Oder nee, warte mal, Fledermaus fesseln. Wir müssen sie erstmal zum Brechen kriegen. So, du hast Licht, aber nur einfach. Stäbchen, das ist gut. So. Okay. So und voll heilen. Okay, Tressa. Was könnte es brechen? Nee, ich mach das erst. Nein, lass es noch. I'm ready. Okay, jetzt kannst du aber schon mal die Schwäche drauf machen. This might hurt. Wow. Okay. I'm ready. Das ging aber noch. Du kannst leider nicht schwächen. Das heißt, du machst die Eulensäure weiter drauf. Und du gleich richtig geilen Schaden machen kannst. So. Du. Was machst du? Aphelia. Aphelia wird heilen. Überleben. Ah, ich geh da auch noch drauf. Ist egal. Alter, jetzt hat sie sogar zwei Sachen. Böse, böse. So, ich glaube, ich brech. Aber beim nächsten Mal. Wir machen hier erstmal Schluss und ja, ich denke, wir haben. Sie macht nicht viel. Also, ja, sie macht mal ein bisschen Schaden und so, aber an sich ist es nicht so schlimm, was sie macht. Gut, besiegen wir die Frau beim nächsten Mal und ja, bis dahin dann. Ciao.